Zuschauer zur ersten richtigen Ausgabe von Mischas Reisefieber. Warum richtige Ausgabe? Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt im Channel, war vorproduziertes Material. Sicher auch noch einiges, was in der nahen Zukunft kommen wird. Da stand noch nicht genau fest, wie das Format aussehen wird und ob es wirklich kommt. Jetzt die erste richtige Ausgabe für euch. Ich bin hier mit meinem guten alten Freund Norbert, der ist gerade hinter der Kamera. Und wir befinden uns drinnen. Nein, Spaß beiseite, wir sind am Flughafen in Düsseldorf und fliegen heute mit Laudamotion nach Gran Canaria. Warum Laudamotion, warum Gran Canaria, erkläre ich euch alles später. Wir schauen jetzt gleich erstmal, dass wir unsere Koffer loswerden und dann sehen wir uns wieder. Weiter. Wir haben es durch die Sicherheitskontrolle geschafft. Das hat ein bisschen länger gedauert wie geplant, weil wir die Koffer noch anmelden mussten. Und für uns geht es jetzt dann gleich weiter. G44 geht außen pünktlich. Ja, jetzt muss ich euch noch etwas erzählen. Habe ich euch versprochen, warum Laudamotion, warum Gran Canaria. Wir wollen übermorgen auf die TUI Mein Schiff 1 für eine einwöchige Kanarentour. Da werdet ihr dann auch bei ein oder anderen Bilder zu sehen kriegen. Und ja, dann haben wir natürlich geguckt, wie kommen wir günstig hin. Wir haben 2 Tage noch auf Gran Canaria, wo wir uns ein paar Sachen ansehen wollten und wollten dann natürlich halbwegs zeitig morgens fliegen. Ja, und da hat sich der Laudamotion-Flug hier ab Düsseldorf mit Abflug 6.05 Uhr wunderbar angeboten und dadurch haben wir den dann gewählt. Sah im ersten Moment auch günstig aus, allerdings haben wir beim Buchen übersehen, dass selbst im teuersten, beziehungsweise gerade im teuersten Tarif, kein Gepäckstück inkludiert waren. Da kamen dann pro Person nochmal 40 Euro drauf, dann war es kein Schnäppchen mehr. Achtet auf, wenn ihr bucht, dass ihr schaut, ob ihr Gepäck mitnehmt und wenn ihr Gepäck mitnehmt, dass im Tarif auch ein Gepäckstück enthalten ist. Da kann man nicht zwingend von ausgehen, nur weil es der teuerste Tarif ist, weil es meist mit drin ist, dass das Gepäckstück mit drin ist. Das haben wir schmerzlich zu merken gekriegt. Da müsst ihr wirklich aufpassen auf der Webseite. Wir schauen mal weiter, ob wir pünktlich weiterkommen. Und ja, im Flugzeug werde ich wohl nicht ganz so viel filmen, aber ein paar Fotos euch vielleicht zeigen und dann sehen wir uns in Gran Canaria. Thank you.
Morgen. Ja, mein Bier und was nach heute? Ja, aber wahrscheinlich. Ja,
den Titel der Zeiger irgendwer von Tunnel bevor erblicken. Und der heutige Frühling ging bei leider bewölktem Himmel Westkür Paris Nord an vorbei über den Flug von Biscay nach Lissabon, wo wir das portugiesische Festland dann Richtung Atlantik verlassen haben. Ich hatte einen Gran Canaria sehr viel schöner, als es noch in Düsseldorf war. Derzeit ist es bei 16 Grad Celsius und wir haben eine leichte, lichtliche Brise der Sierra. Ich hoffe, Sie haben diesen Flug genossen und auch sich von unseren lieben Kolleginnen und Kollegen aus der Kabine noch etwas versöhnen lassen, bevor es gleich in den wohlverdienten Urlaub geht. Herzlichen Dank dafür, dass Sie leider Menschen gewählt haben. Wir würden uns auch freuen, für zukünftige Konzerte auch nicht in unserer Flugzeuge durchsetzen zu dürfen. Wir wünschen Ihnen sonnige Tage und einen schönen Aufenthalt auf Gran Canaria. Alles Gute und herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ladies and gentlemen, please. This is from the flight deck, a warm welcome on this Airbus 320. This is Sabine Schröder speaking, and I'm your first officer and pilot flying today, reaching from the Sodex to Fort Kennedy. In our cruising altitude of 30,000 feet, which is approximately 10,700 meters above 90 levels, we will reach Gran Canaria in the next 40 minutes. We already can see the Pico del Faro Mountains, the mountain of Canaries, in the near horizon. Our meeting today was unfortunately next to the covered and cloudy sky. We crossed Paris and Nantes, the Bay of Biscay, and left the Portuguese coastline via Lissabon. The weather at Gran Canaria is nicer than it was at Lissabon. We have 16 degrees Celsius, broken clouds, and a light westerly wind. We hope that you enjoyed this flight and you enjoyed the service by our German cabin crew member. Thank you very much for choosing Light Emotion. And of course, we are looking forward to welcoming you again on one of our flights. We wish you some sunny days and a pleasant stay at Gran Canaria. Thank you very much for your attention and all the best.
Ja, Freunde, wir sind wieder auf dem Boden der Tatsachen angekommen. Wir sind pünktlich in Las Palmas gelandet. Und dann ein kurzes Fazit. Ich hoffe erstmal, Bilder vom Flug gefallen euch. Und ja, an Service war natürlich nicht allzu viel zu zeigen, denn Laudamotion bietet halt keinen im Preis inkludierten Service an, alles gegen Aufpreis, und Blick auf die Menükarte etc. habe ich euch ja gezeigt. Ja, ansonsten, wir sind super pünktlich in Düsseldorf weggeflogen, wir sind überpünktlich, also noch deutlich zu früh hier in Las Palmas wieder gelandet, und grundsätzlich, wir haben jetzt zum Beispiel für den One-Way-Flug pro Person inklusive Gepäck jetzt rund 112 Euro bezahlt, immer noch als günstig zu bezeichnen. Flug war gut ausgelastet, und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Hinterlasst es mir in den Kommentaren, was ihr gerne noch sehen wollt oder was weniger interessant ist, und dann freue ich mich, euch im nächsten Video wiederzusehen.